Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sven und wie ihr sehen könnt, befinde ich mich heute mal wieder im Wald. Ja, wieso bin ich eigentlich hier? Und zwar, ich habe mir überlegt, okay, wenn ich in der Bude sitze und irgendwie ein bisschen was wieder über Mindset erzähle, es passt irgendwie nicht so ganz und außerdem sind die Gedanken ja tendenziell freier, wenn man irgendwie auch draußen unterwegs ist. Ich fühle mich irgendwie wie so ein Berliner Hipster mit dem Schal, keine Ahnung, es ist einfach arschkalt momentan. Man hört es auch, ich bin immer noch leicht erkältet, von daher seht mir das auf jeden Fall nach. Ich hatte gestern Abend einen sehr, sehr interessanten Livestream mit dem Tobias und ich kann euch auch den Kanal vom Tobias gerne mal unten verlinken. Und da ging es so ein bisschen darum, naja, was machen denn junge Leute eigentlich mit ihrem Geld und generell, wie gehen denn junge Leute mit dem Thema Ziele um? Ich selbst bin ja auch erst 26 Jahre alt und Tobias ist 21, wenn ich mich recht entsinne. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen und das hat mich jetzt motiviert, dieses Video eben zu machen. Ganz interessant finde ich, dass viele Leute gar nicht mehr eben mehrere Ziele haben, sondern sie haben eigentlich nur noch ein Ziel und das ist im Prinzip im Hier und Jetzt und dann zu versuchen, irgendwas jetzt zu erreichen. Und mir ist vermehrt aufgefallen, es fehlt einfach diese Langfristigkeit. Ja? Und man muss heute schon den Grundstein legen, um gewisse Dinge eben später machen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt heute sage, oh, ich würde gerne, keine Ahnung, Biologe werden, weil ich super gerne Tiere mag und eigentlich will ich irgendwie mit Wassertieren arbeiten, was auch immer. So, dann ist der erste Schritt ja, dass ich mein Biostudium anfangen, überhaupt da angenommen werde. Und dann ist der nächste Schritt, dann zu sagen, okay, habe ich abgeschlossen, muss ich irgendwelche Zusatzqualifikationen abschließen. Also es gibt immer mehrere Stufen. Und heute ist es eigentlich so, dass niemand mehr an diesen Stufen interessiert ist und gar nicht diese Ziele in, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren im Kopf hat, sondern jeder sagt, nee, ich muss irgendwie im Jetzt leben. Was super, super kritisch ist, weil du wirst niemals irgendwie zufrieden sein oder irgendwo ankommen, wenn du nicht bereit bist, auch Dinge zu tun, die vielleicht nicht so viel Spaß machen. Ja? Und es gibt eben Phasen, wenn ich weiß, ein Bestandteil des Studiums, meine Arbeit, was auch immer, wird sein, keine Ahnung, dass ich die Tische putzen muss. Und zwar muss ich jeden verdammten Tag Tische putzen. Und ich weiß, Tische putzen macht mir keinen Spaß. Tische putzen macht, glaube ich, niemandem Spaß. Aber ich muss das tun, damit ich dies und das zusätzlich darüber hinaus beigebracht bekomme. Oder ich muss immer für meine Abteilung irgendwie kopieren gehen oder was auch immer. Also wirklich Sachen, auf die man eigentlich gar keinen Bock hat. Man macht es aber oder muss es machen und kann ja nicht sagen, oh nee, also es macht mir jetzt alles hier gar keinen Spaß, dann breche ich das ab oder ich mache was anderes, weil du wirst immer wieder an den Punkt kommen, dass du Dinge machen musst, auf die du absolut gar keinen Bock hast. Und das ist halt eben so. Also wir sind ja hier nicht irgendwie auf einem Ponyhof, wo wir uns immer alle irgendwas wünschen dürfen und das passiert dann am Ende auch so. Aber man sollte natürlich auch nicht das die nächsten 10 Jahre machen oder so, ja? Sondern immer für zeitlich befristete Zeiträume Dinge auch mal eingehen, auf die man vielleicht keine Lust hat, sich so ein bisschen rauszubewegen. So, ich muss mich jetzt hier auch so ein bisschen umorientieren. Hier ist alles voller Matsch. Ja, ich hatte auch die grandiose Idee, im Wald spazieren zu gehen, ne? Selbst dran schuld, würde ich sagen. So, einmal das überwunden, weiter geht's. Und niemand ist mehr bereit dazu oder die wenigsten Leute sind eben bereit dazu. Und du musst immer versuchen, 3 Schritte, 4 Schritte, 5 Schritte weiterzudenken und nicht nur an heute. Was aber nicht heißt, dass du jetzt nicht im Heute irgendwie da sein sollst oder gut sein sollst. Ja? Also ich darf mir jetzt heute nicht schon Gedanken machen, in 10 Jahren bin ich ja sowieso da und da. Ja, da mache ich mir keine Gedanken übers Jetzt, sondern du musst sowohl jetzt, egal was du tust, liefern, aber immer mit dem Gedankengang, okay, ich fange jetzt etwas an, um das in 10 Jahren erreicht zu haben, in 5 Jahren erreicht zu haben. Und das stört mich tatsächlich sehr, dass es da viel, viel weniger Menschen gibt, die dazu bereit sind. Und ich kann euch sagen, oder meine Überzeugung ist zumindest, dass die Menschen, die immer weiter denken und schon die nächsten 4, 5 Schritte im Kopf haben, dass sie auch da rauskommen werden.
es wird immer eine Frage sein, okay, es gibt immer Hindernisse, aber es ist wichtig, eben ein Ziel zu haben, um irgendwann mal dort auch anzukommen. Weil wenn ich kein Ziel habe, kann ich niemals ankommen. Weil wenn ich jetzt jeden Tag irgendwo hingehe und mir macht das alles keinen Spaß und sage, oh, ist ja alles doof, ich mache irgendwas anderes, und da wird es auch wieder dumme Sachen geben, oh, ist ja doof, ja, mache ich wieder was anderes. Und das kann es aus meiner Perspektive ehrlicherweise überhaupt nicht sein, sondern man muss versuchen, sich selbst irgendwie davon zu lösen, um dann die Entscheidung zu treffen oder sich selbst hinzusetzen, aufzuraffen, zu sagen, okay, ich will aber dort und dorthin. Und das kann ja sein in einem Angestelltenverhältnis, kann sein als Selbstständiger, es kann sein monetär, das ist ja im Prinzip völlig egal. Aber wenn ich bin mir relativ sicher, wenn ich mir letztes Jahr nicht das Ziel gesetzt hätte, dass ich dieses Jahr 9.000 Euro investieren will, hätte ich das nicht gemacht, weil, naja, keine Ahnung. Oder ich hätte es vielleicht, ja, nee, ich hätte es wahrscheinlich nicht erreicht, Punkt. Und so habe ich mir jetzt ein Ziel für nächstes Jahr gesetzt. Ich habe keine Ahnung, die 18.000 Euro, kriege ich das hin, kriege ich es nicht hin. Ich werde es mit aller Macht versuchen. Wir werden dann Ende nächsten Jahres rausfinden, ob es eben gereicht hat oder ob es eben nicht gereicht hat. Aber das Ganze liegt ja einem Plan zugrunde und einem Ziel zugrunde. So, Matsch. Und das Ziel ist einfach, ein großes finanzielles Polster aufzubauen, um irgendwann mal die Entscheidungsfreiheit zu haben, eben im finanziellen Bereich. Okay, wenn ich nicht mehr hier arbeiten möchte, muss ich nicht. Was nicht heißt, dass ich das nicht tun will. Und so hat jeder eben seine eigenen Ziele. So wie Tobias gestern erzählt hat, ne? Er hat irgendwie 60% Cash momentan rumliegen. Ja, würde man jetzt sagen, warum 60%? Ist doch total viel, macht gar keinen Sinn. Investier doch lieber was davon. Ja, aber wenn dein Ziel ist, irgendwie nach dem Studium sich selbstständig zu machen, dann brauchst du halt ein gewisses Startkapital. Und du kannst ja dann nicht irgendwie alles rausgeballert haben und dann sagen, ja, jetzt habe ich ein paar Aktien, aber irgendwie kann ich mir nichts zu essen kaufen, weil ich mich eigentlich selbstständig machen will. Und eigentlich kann ich mich ja jetzt dann doch nicht selbstständig machen. Und genau das ist es, was aus meiner Perspektive so wichtig ist, dieses einen Schritt weiterdenken. Wie seht ihr das? Also habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Wie handhabt ihr das? Schreibt ihr euch Ziele für das nächste Jahr auf? Oder seid ihr da eher als Freigeist unterwegs und es funktioniert trotzdem für euch? Würde mich wie immer sehr über einen Kommentar freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, euer Sven.